Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Januar und der Februar sind für mich zwei Monate, die für mich irgendwie immer sehr viel Kraft kosten, weil sie sehr düster sind und ja, man irgendwie nicht so richtig munter wird und weil die Sonne so fehlt. Und diese Melancholie, diese Düsternis wird so ein bisschen durchbrochen durch zwei Dinge. Und zwar ist das zum einen, wenn endlich der erste Schnee fällt und ja, so ein Stück weit durch so ein Frieden über die Welt gezogen wird, jedenfalls fühlt es sich immer so an. Und ja, die Landschaft weiß bepudert wird, ist ein toller Moment, wie ich finde. Und zum anderen sorgt ja, für eine wunderbare Stimmung, wenn auf den einzelnen Booktube-Videos oder Booktuber-Kanälen die ersten Jahresrückblicke so eintrudeln und man so ein Stück weit einen Rückblick auf das vergangene Lesejahr ja, wirft. Und genau das möchte ich in diesem Video natürlich auch sehr gerne mit euch machen. Ich möchte auf mein Lesejahr 2020 zurückblicken. Was waren meine Tops und was waren meine Flops? Schauen wir uns doch einfach mal mein Lesejahr 2020 an. Und welche Bücher mich dieses Jahr begleitet haben, das seht ihr in diesem Video. Ihr habt gerade meinen Lesestapel 2020 gesehen. Er ist dieses Jahr gar nicht so groß, weil ich Anfang des Jahres tatsächlich so eine kleine Leseflaute habe. Das war so der erste Lockdown. Ich bin nicht wirklich motiviert gewesen zu lesen, konnte mich nicht so wirklich aufraffen. Das ist dann tatsächlich erst später gekommen. Meine Gedanken waren irgendwo woanders, ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren und das hat man auch so ein Stück weit an meinem Lesestapel einfach gesehen, dass es einfach dieses Jahr ein Stück weit weniger geworden ist. Ich meine, ich war noch nie die Leserin, die jetzt 100 Bücher im Jahr gelesen hat, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da auch so ein paar Bücher fehlen, so von der Anzahl her. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil ich mir immer sage, besser zwei Bücher weniger lesen als gar nicht lesen. Und von daher bin ich, was die Anzahl geht, dann doch noch ganz zufrieden. Ich merke so ein bisschen, wie schon wieder so eine kleine Leseflaute bei mir eintrudelt. Das ist wahrscheinlich irgendwie der Januar und der Februar, die haben es so ein bisschen in sich für mich irgendwie. Aber wir werden mal sehen, vielleicht kann ich das Ganze auch einfach durchbrechen. Und aus diesem Lesestapel habe ich mir jetzt meine Tops und Flops gezogen. Und ich würde sagen, dass wir mit den Büchern anfangen, die mir nicht so gut gefallen haben, die ich abgebrochen habe, beziehungsweise die jetzt auch bei mir wieder ausziehen werden. Also ich habe insgesamt 4 Flops gewählt und 2 davon werden mich definitiv wieder verlassen. Und zwar habe ich zum einen, und dieses Buch habe ich zusammen mit der lieben Caro gelesen, und die Caro hat dieses Buch ebenfalls abgebrochen, genauso wie ich. Und zwar handelt es sich um Die Hungrigen und Satten von Timo Wermes aus dem, wie heißt dieser Verlag? Eichborn Verlag, genau. Ich habe dieses Buch damals als Mängelexemplar gekauft. Und vor allen Dingen, weil es der Autor von Er ist wieder da, so heißt der Titel, glaube ich, weil das Buch sehr, sehr gehypt war und da dachte ich mir, ich schaue mir einfach mal das zweite Buch an und vor allem, weil es gerade das Mängelexemplar ja in einer Buchhandlung lag und dann dachte ich, ich kann wahrscheinlich nichts falsch machen. Ja, das war ein bisschen falsch gedacht, weil
ich mal wieder gemerkt habe, zum einen, dass die Satire, die burige Satire, überhaupt nicht mehr Fall ist. Und in denen die Hungrigen und Satten wird ein Thema verarbeitet, was ich zum einen wirklich sehr, sehr interessant fand zur damaligen Zeit. Es ging sehr um die Flüchtlingsfrage, um wie wird mit Flüchtlingen umgegangen, was haben das für Auswirkungen, was macht das mit Menschen. An sich ein wunderbares Thema und an sich auch vermutlich auch ein wunderbares Thema, um als Satire zu verarbeiten. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Satire nichts für mich ist, dass ich diesen Humor vermutlich nicht lesen kann und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht verstehe, aber vielleicht habe ich auch einfach das gute Satirebuch einfach noch nicht für mich gefunden, weil das hier war es tatsächlich nicht. Was mich hier zum Abbrechen gebracht hat, war einfach, dass hier ein Stück weit auch auf Pegida eingegangen wird und hier meine Heimatstadt einfach so oft angesprochen wurde und das so gefühlt für den Mittelpunkt dieser Pegida-Bewegung ist und das fand ich sehr, sehr schade. Man hätte da einfach ein Stück weit schwammig bleiben können. Ja, bei Satire spricht man bestimmte Dinge an, ganz klar. Man nennt sie auch beim Namen, aber irgendwie hat es mich gestört. Mich hat diese Art des Schreibens hier in diesem Buch gestört. Mich hat es einfach nicht gepackt. Und ich glaube einfach, wie ich schon sagte, dass Satire nicht mein Fall ist, dass es ja, ich mich wahrscheinlich schwer tue, aber ich gebe so ein Stück weit auch noch nicht die Hoffnung auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach noch nicht das richtige Satirebuch gefunden habe für mich. Aber dieses Buch hier, Die Hungrigen und die Satten, wird mich definitiv verlassen. Es stand jetzt auch die ganze Zeit nicht mehr im Bücherregal, sondern schon abseits. Denn es bringt mir einfach nichts, ein Buch hier zu haben, was ich sowieso nicht nochmal lesen möchte, beziehungsweise wo ich überhaupt keine Freude dran hatte und ja, es wird definitiv bei mir ausziehen. Das zweite Buch, was auf meiner Flop-Liste gelandet ist, ist ein Buch, das ich in meiner Sub-Challenge gezogen hatte. Ich hatte mich auf dieses Buch eigentlich sehr, sehr gefreut, weil es sich dabei um eine Dystopie handelt und schon eine Weile auch auf meinem Sub lag und ich auch Dystopien sehr gerne lese. Mir ist durchaus bewusst, dass Dystopien plotgetrieben sind und ich mag das eigentlich auch sehr gerne, wenn eine Geschichte auch mal schnell erzählt wird und man so nur durch die Zeiten fliegt. Gar kein Problem. Aber in diesem Buch hat mich einfach die Protagonistin so aufgeregt. Ich fand sie überhaupt nicht gelungen und ich fand auch, dass die Geschichte ab der Mitte so ein Stück weit über die Klippe gesprungen ist. Also ab der Mitte war die Geschichte für mich einfach ein Stück weit auch nicht mehr tragbar. Aber ich habe es dann tatsächlich doch noch bis zum Ende gelesen, was mich ja jetzt im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen wundert, weil ich kann mich noch so an die Protagonistin erinnern, dass sie so in ihrer Blase gelebt hat, obwohl sich die Welt so verändert hat und sie einfach daraus auch nicht rausgekommen ist. Und auch die Protagonisten generell sind ja alle nicht so wunderbar gelungen. Und zwar rede ich von Fox, von Christina Deiche aus dem Fischer Buchverlag. Und zwar haben wir hier die Geschichte bzw. die Dystopie, dass Frauen nur noch auf 100 Wörter, dass Frauen nur noch 100 Wörter sprechen dürfen und diese Wörteranzahl gezählt werden und werden diese 100 Wörter überschritten, dann werden diese Frauen bestraft durch einen Stromschlag und umso mehr Wörter dazukommen, umso kräftiger wird dieser Stromschlag. Und Frauen wird hier die komplette Bildung versagt. Sie haben eigentlich nur noch den Haushalt zu führen, ihrem Mann zu dienen und eigentlich nur noch ein tristes Leben zu führen, um genau zu sein. Und die Protagonistin hier ereilt natürlich das gleiche Schicksal wie jede Frau in dieser Gesellschaft, aber diese Protagonistin ist die Figur, die wir begleiten und die so ein Stück weit auch in ihrer Blase lebt. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil eine Dystopie in der Regel so erzählt wird, dann, dass ein Stück weit auch ein Umbruch entsteht im Laufe der Geschichte. Und der entsteht natürlich hier auch und es passieren bestimmte Änderungen, aber ich habe das Gefühl, die Protagonistin hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Sie ist ein Stück weit stehen geblieben, sie hat ganz, ganz viel Glück, dass manche Dinge einfach passieren und so einfach die Gesellschaft sich wieder verändert bzw. sich zum Besseren wendet. Und es war eine der Dystopien,
die sehr, sehr gehypt worden sind und manche mochten diese Dystopie sehr, sehr gerne. Ich mag sie von der Idee sehr gern. Ich mag die Grundidee dieser Geschichte sehr gern. Ich finde, sie wäre definitiv noch viel mehr ausbaufähiger gewesen. Ich hätte mir hier eine Protagonistin gewünscht, die viel, viel stärker ist von ihrem Charakter, die vielleicht nicht so in eine Abhängigkeit gerät, so in eine ja, Beziehungsabhängigkeit, sage ich mal. Und dass hier vielleicht noch viel, viel mehr drin gesteckt hätte. Ich werde dieses Buch definitiv aussortieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich dieses Buch nicht nochmal lesen werde. Und ich finde es auch völlig unnötig, ein Buch da zu haben, was mich so aufgeregt hat von der Protagonistin. Und ja, ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Typ, der Bücher aussortiert, weil ich einfach den Platz habe und dann natürlich auch Bücher stehen bleiben könnten, die ja, mir nicht so gefallen haben. Aber ich finde, man muss sich, glaube ich, auch, und das ist vielleicht auch ein Stück weit, was ich mir für 2021 oder die nächsten Jahre so ein bisschen auf die Fahne schreiben möchte, dass es Bücher, dass nicht unbedingt alle Bücher, die mir nicht gefallen haben, hier zu Hause bleiben müssen. Es gibt natürlich so ein bisschen bestimmte Ausnahmen und zwei davon liegen hier auch noch auf meinem Schoß. Und deswegen werde ich dieses Buch definitiv aussortieren. Mit zwei Büchern mache ich jetzt erstmal so für mich einen kleinen Anfang, was jetzt aussortiert wird. Aber wie gesagt, ich tue mich ja ein bisschen schwer damit, weil ich ja auch Geld dafür bezahlt habe und ich dann das Gefühl habe, ah, jetzt sortiere ich was aus, was völlig noch völlig in Ordnung ist. Aber es nimmt ja am Ende nur Platz weg und verstaubt und man nimmt es nicht nochmal zur Hand. Und ja, so können vielleicht zwei Bücher bei mir einziehen, die mich besser oder die mir viel mehr gefallen könnten und dann definitiv einen Platz in meinem Regal haben sollen. Das nächste Buch habe ich ebenfalls wieder mit der lieben Caro von Caros Bücher gelesen. Und irgendwie hatten wir dieses Jahr nicht so wirklich das Talent dazu, uns gute Bücher herauszusuchen, die wir gemeinsam lesen möchten. Irgendwie war es ein Stück weit der Wurm drin. Ist aber auch nicht schlimm, man kann nicht immer ja, das Händchen dafür haben. Und ich bin froh, dass wir diese Bücher trotzdem gemeinsam gelesen haben und quasi uns austauschen konnten. Und bei diesem Buch habe ich mich gefragt, warum es zum einen auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 stand, weil irgendwie hat sich das mir nicht so wirklich ergründet. Und zum anderen war ich von dem Autoren sehr, ja, enttäuscht, weil eins seiner Bücher steht sogar bei mir auf der Top-Liste und das fand ich, ja, sehr, sehr spannend, dass ein Buch von ihm bei mir auf der Flop-Liste landet und das andere auf der Top-Liste. Und zwar spreche ich von Der letzte Satz von Robert Seethaler aus dem Hansa Berliner Verlag. Dieses Buch stand ja auf der Longliste 2020 des Deutschen Buchpreises. Und weil es Robert Seethaler ist, dachte ich mir, ich lese das einfach mal, vor allem weil es halt auch ein sehr, sehr dünnes Büchlein ist. Und in Der letzte Satz geht es darum, dass wir hier Gustav Mahler begleiten, der auf seiner letzten Reise auf einem Schiff ist und ja, auf sein Leben nochmal zurückblickt. In Der letzte Satz spielt Musik eine wahnsinnig große Rolle, vor allem die klassische Musik. Ich glaube, da fängt es schon bei mir an. Ich habe nicht so einen Bezug zur klassischen Musik, auch nicht zu Gustav Mahler. Ich kenne ihn zwar jetzt vom Hören sagen, natürlich, und ich kenne auch ein paar Lieder von ihm und ich habe mir im Zuge des Lesens dieses Buches auch ein paar Stücke von ihm angehört. Das hat mich dann doch interessiert. Aber dennoch war es so, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was mir Robert Seethaler mit diesem Buch sagen möchte. Ja, es ist ein Rückblick und ja, es gibt viele Bücher, die Rückblicke behandeln und die mit Rückblicken arbeiten, aber ich weiß nicht, hier bin ich irgendwie mit diesen Rückblicken nicht klargekommen. Ja, wir bekommen hier einen Abriss von Gustav Mahlers Leben, ganz klar, aber irgendwie war da halt was drin, was dafür sorgte, dass ich mich ständig fragte, was möchte mir der Autor hier damit sagen. Und weil ich auch nach weiterem Nachdenken und in mich gehen nicht herausfinden konnte, was dieses Buch mir sagen möchte, ist es tatsächlich bei mir auf die Flop-Liste gelandet, weil es mich einfach nicht überzeugt hat. Und ich frage mich auch immer noch, warum es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 gelandet ist.
Ja, vielleicht sehen auch andere Leser hier drin etwas, was ich nicht sehe. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich einfach noch nicht mit Gustav Mahler beschäftigt habe, weil klassische Musik bei mir nicht so eine große Bedeutung hat. Und vielleicht liegt es daran, ganz klar. Aber dann ist es für mich ein falsches Buch in der Tat gewesen und ja, für mich steht es damit aber auch ein Stück weit auf meiner Flop-Liste. Ich werde es jetzt erstmal nicht aussortieren, einfach, ja, es ist Robert Seethaler und eins seiner Bücher ist einfach für mich ein Top-Buch gewesen dieses Jahr und von daher möchte ich es erstmal behalten, weil ja, es auch nett ist, wenn einem ein Autor gefällt, dass man dann die Bücher da hat und dazu zählen dann halt auch ein Stück weit Bücher, die einem nicht so gefallen haben. Bei dem nächsten Buch ist es ebenfalls so ein Buch, was ich bei meiner Sub-Challenge gezogen hat. Irgendwie wechselt das bei meiner Flop-Liste gerade so ab. Entweder habe ich das mit der Caro zusammen gelesen oder ich habe es auf meiner Sub-Challenge gelesen. Aufgrund meiner Sub-Challenge gelesen. Und ja, es ergibt ein Muster. Und dieses Buch ist ebenfalls von einem Autor herausgegeben worden, das, wo ich ein Buch schon sehr, sehr mochte. Und zwar mochte ich das Buch 4321 von Paul Auster. Aber das Buch, was ich jetzt gelesen habe, oder dieses Jahr gelesen habe, besser gesagt, hat mir tatsächlich nicht gefallen, weil ich mich auch hier gefragt habe, was der Sinn dieses Buches ist und was mir damit gesagt werden soll. Und zwar rede ich, nein, nicht so rum, und zwar rede ich von Paul Austers Mein New York. Mit diesem Buch soll eigentlich die Liebe von Paul Auster zu New York wieder gespiegelt werden. Und zwar werden hier Textpassagen zusammengestellt oder sind hier Textpassagen zusammengestellt worden, die aus den Texten von Paul Auster sind und irgendeinen Bezug zu New York haben und dadurch die Liebe zu New York von ihm widerspiegeln sollen. Soweit, so gut. Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen solche Bücher und ich finde solche Bücher auch mit so Textpassagen eigentlich ganz nett. Ich lese sie eigentlich ganz gerne, auch so mit Kolumnen und so. Ich hatte ja, als ich dieses Buch in meinen 5 gelesenen Büchern gezeigt habe, auch ein Kolumnenbuch von Lily Brett gezeigt, was mir definitiv besser gefallen hat in Bezug zu New York. Und hier ist es aber so, hier werden Textpassagen aus seinen Romanen zusammengestellt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, weil ich von Paul Auster einfach noch nicht jedes Buch gelesen habe, dass ich hier gespoilert werde. Mit Passagen, die vielleicht wichtig sind in dem einen oder anderen Buch von ihm. Und ja, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich ja, gespoilert werde. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum man dieses Buch herausbringt. Welchen Sinn dieses Buch hat. Ich meine, wenn man jetzt hier ja, Kolumnen zusammenstellt oder Texte, die einfach nicht veröffentlicht worden sind und die ebenfalls die Liebe zu New York von Paul Auster darstellen, hätte ich gesagt, okay, lese ich gerne, habe ich wahrscheinlich Freude, habe ich keine Angst, dass ich gespoilert werde und so weiter. Aber bei dem Buch hatte ich am Ende tatsächlich nur noch das Gefühl, dass man hier Geld verdienen wollte, dass man einfach den Namen Paul Auster draufschreibt und dann verkauft es sich schon von alleine. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und ich mag ja Paul Auster sehr, sehr gerne. Und ich mochte sein Werk 4321 sehr und ich mochte auch das Rote Notizbuch. Das ist ja sehr ähnlich. Das sind aber witzige Momente oder zufällige Begegnungen aus seinem Leben zusammengestellt worden, die er aufgeschrieben hatte. Und das war für mich, ja, da konnte man sich auch fragen, warum das Buch veröffentlicht worden ist. Aber das hat für mich irgendwie noch wenigstens ein Lesevergnügen gehabt. Aber bei dem hier, ja, aus den genannten Gründen habe ich dieses Buch auf meine Flop-Liste gesetzt von 2020, aber ich werde es nicht aussortieren, weil ich Paul Auster sehr, sehr mag und ich noch mehr von Paul Auster immer noch lesen will, auch aufgrund dieses Buches hier. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr 2021 vielleicht nochmal zu einem Paul Auster greifen werde und ich nicht enttäuscht werde. Da brauchte meine Kamera jetzt tatsächlich noch eine kurze Pause und zwar war meine Speicherkarte jetzt voll. Also sie brauchte eine Pause zwischen den Tops und den Flops. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter mit den Flops meines Jahres 2020. Ich habe mir insgesamt 4 Stück rausgesucht, genauso wie bei den Flops. Aber hier sind es 4 Stück geworden, weil ich nicht so richtig den 5. Platz besetzen konnte. Und aus
dem Grund, weil ich so ein bisschen das Problem hatte, dass ich mir immer gesagt habe, na, wenn ich das Buch jetzt hier draufsetze, müsste ich dieses Buch eigentlich auch mit draufsetzen. Und so wären einfach zu viele mit auf die Liste gekommen und ich möchte mich bei den Jahreshighlights immer so ein bisschen beschränken, nur eine kleine Auswahl wählen, die meine Jahreshighlights darstellen. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt tatsächlich nur für diese vier entschieden. Und ich bin mit der Auswahl eigentlich sehr zufrieden. Ich bin mit der Auswahl zufrieden und möchte sie euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Die Liste, wie ich sie euch jetzt zeige, ist eigentlich keine Wertung, also nicht von niedrig nach hoch. Ich werde dann aus den vielen noch mein tatsächliches Jahreshighlight, also wenn ich mich nur auf ein Buch beschränken muss, zeigen und näher darauf eingehen, beziehungsweise werde ich es einfach nur sagen. Und ja, als allererstes Buch möchte ich euch Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque aus dem Kiwi Verlag zeigen. Und da habe ich diesen Klassiker endlich dieses Jahr gelesen. Auch dieses Buch habe ich in meiner Sub-Challenge gezogen und bin wahnsinnig glücklich darüber, dass ich diesen Klassiker jetzt endlich gelesen habe. Wir verfolgen hier den jungen Mann, Paul Bäumer, der aus dem Klassenzimmer heraus, das kann man schon so sagen, an die Front geschickt wird und zwar einberufen wird. Und wir befinden uns hier im Ersten Weltkrieg und er muss nach Frankreich. Und ja, wir verfolgen das Frontleben, das Kriegsleben, wie er sich als Soldat schlägt und ja, was der Krieg eigentlich mit einem macht, beziehungsweise auch mit Paul Bäumer macht und wie er da rausgeht. Und ich finde dieses Buch so beeindruckend, das hat mich so beeindruckt, dass ich es tatsächlich sehr, sehr schade finde, dass ich dieses Buch jetzt erst gelesen habe. Und könnte es tatsächlich jetzt, wo ich jetzt drüber spreche, tatsächlich gleich nochmal lesen. Und wäre für mich eigentlich so ein Kandidat, den ich nochmal lesen könnte und das auch sofort tun könnte, so wie alle andere Bücher, die ich jetzt erstmal nochmal in der Hand hatte. Aber ich habe es ja jetzt erst 2020 gelesen, also werde ich vermutlich nicht gleich danach greifen. Aber alle, die Im Westen nichts Neues noch nicht gelesen haben, diesen Klassiker, und vielleicht auch noch nie so den Zugang dazu gefunden haben, habe ich noch eine Alternative heute in dem Video, die mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat. Im Westen nichts Neues fand ich sehr, sehr beeindruckend. Es hat mir sehr viel den Atem angehalten, hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht und ich finde dieses Buch auch heute noch sehr, sehr wichtig, vor allem weil es ein absolut Weltklassiker ist, den man einfach gelesen haben muss, bin ich der Meinung. Und ein tolles Antikriegsbuch, was einem ein Stück weit die Augen öffnet, vielleicht auch nochmal zum Nachdenken anregt. Und ja, deswegen gehört es definitiv in meine Jahreshighlights 2020. Das nächste Buch, was ich zu meinen Highlights zähle, finde ich wirklich sehr interessant, weil der Autor ja auch auf meiner Flop-Liste steht. Und zwar spreche ich von Robert Seethaler und Der Trafikant aus dem Kein und Aber Verlag. Und wenn ich so weiter drüber nachdenke, merke ich mal wieder, dass so das Talent zum Schreiben auch in Der letzte Satz vorhanden war. Aber dieses Buch, Der letzte Satz, mir ja tatsächlich nicht so viel gebracht hat, beziehungsweise ich mich gefragt habe, was mir dieses Buch sagen möchte. Das ist im Trafikant überhaupt nicht der Fall. Wir sind hier 1937 und wir begleiten den Protagonisten Franz, welcher aus einem kleinen Dorf nach Wien reist, beziehungsweise umzieht, wenn man das so sagen kann, und dort in einer Trafik arbeitet. Und dort so ein bisschen in die Lehre geht und den Lauf der Zeit miterlebt. Also wir sind ja 1937 in Wien, der Faschismus hält an, wir haben unglaubliche Umwälzungen, Faschisten verfolgen Juden und so weiter und das bekommt Franz hautnah mit und er lebt da so ein Stück weit sein Leben und es ist ein unglaublich gutes Buch, wie ich finde, auch wenn wir das Ende nicht so richtig gut gefällt. Ich bin mit dem Ende nicht zufrieden. Ich habe gelesen, dass das einigen so geht und manche kommen mit dem Ende richtig gut klar, aber mich hat das Ende nicht so hundertprozentig zufriedengestellt. Aber nichtsdestotrotz ist der Rest des Buches für mich einfach ein Highlight gewesen. Ich habe es
sehr, sehr gerne gelesen. Es ist ein Buch, was ebenfalls zum Nachdenken anregt, was ja verschiedene Dinge vielleicht auch nochmal für einen selbst in ein anderes Licht drückt. Und ja, ich mochte dieses Buch unheimlich gern. Und ja, auch das ist so ein Buch, was ich tatsächlich jetzt sofort nochmal in die Hand nehmen könnte, wenn es mein letztes Buch wäre und ich es lesen würde. Auch wenn mir das Ende nicht so gut gefällt. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, ob bei den Trafikant euch das Ende auch so unzufrieden zurückgelassen hat. Aber ich frage mich jetzt wieder, muss ein Ende wirklich zufrieden zurücklassen? Und wie wichtig ist das Ende eines Buches, damit es ein gutes Buch wird? Das sind die Fragen, die mich tatsächlich so bei der Bewertung dieses Buches zurückgelassen hat. Und ich finde, dass ein Ende zwar ein wirklich wichtiges Element eines Buches ist, aber ich finde, dass wenn das Buch gut ist, das Ende auch schlecht sein können kann. Muss nicht. Es ist natürlich klasse, wenn das Ende auch toll ist, aber vielleicht bleibt es dann auch ein Stück weit besser in Erinnerung, das Buch. Aber dieses Buch ist definitiv ein Jahreshighlight für mich. Ich habe es ja auch in unserer buchigen Schnitzeljagd mit der lieben Caro ihr in das Buch getan. Aber zwar als weißes Buch, aber trotzdem, ich mochte dieses Buch unheimlich gerne. Und ich bin schon sehr gespannt, was Caro zu diesem Buch sagen wird. Also mir hat es unheimlich gut gefallen. Und was ich ja auch noch so ein Stück weit bemängelt habe, war, dass hier jetzt ein bisschen angepriesen wird, dass der Sigmund Freud eine Rolle spielt. Ja, Sigmund Freud spielt eine Rolle, aber nicht so die zentrale Rolle, die man erwartet. Aber nichtsdestotrotz, ich fand die Schreibart von Robert Seethaler war hier wirklich wunderbar. Ich mochte dieses Buch tatsächlich sehr, sehr gern. Ja, da komme ich glatt ins Schwärmen und glatt nochmal in die Versuchung, es nochmal zu lesen. Aber das geht wahrscheinlich mit den Highlights immer so. Deswegen sind sie auch Highlights irgendwo ein Stück weit auch geworden. Dann habe ich ein Buch, das ich auch jetzt erst vor kurzem gelesen habe, beziehungsweise so lange ist es noch gar nicht her. Und das ist ein Buch, wo mir die Naturbeschreibungen so unheimlich gut gefallen haben. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann ist es auch wie, dann läuft mir so ein warmer Schauer über den Rücken, sage ich mal. Und es war ein wunderbares Buch. Ich hätte jetzt glatt richtig Lust, dahin zu fahren. Auch dieses Buch hat kleine Kritikpunkte. Der Kriminalfall ist nicht so besonders. Er hat seine Schwächen, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil mich einfach diese Naturbeschreibungen einfach so überzeugt haben von dem Buch. Und zwar rede ich von Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens aus dem Hansa Berlin Verlag. Und wir begleiten hier die Protagonistin Kaya, welche von ihrer Familie ein Stück weit in den Stich gelassen wird und in dem Marschland aufwächst und da ihr Leben bestreitet und fernab von jeglicher Zivilisation. Und die Natur und die Landschaft, in der sie aufwächst, nimmt eine wirklich zentrale Rolle in ihrem Leben ein. Und aus dem Grund spielen hier auch diese Naturbeschreibungen so eine zentrale Rolle, welche unheimlich gut gelungen sind. Und Delia Owens hat hier ein Talent, diese Natur so zu beschreiben, dass man das Gefühl hat, man sitzt mittendrin. Der Kriminalfall beschäftigt sich dann mit einem Fall, ein junger Mann wird ermordet in dem Marschland gefunden und ja, Kaya ist so ein bisschen involviert, also die Gesellschaft, das Dorf, was in der Nähe ist, oder die Gemeinschaft vermutet, dass sie genau für diesen Mordfall verantwortlich ist. Und ja, das ist so ein Stück weit dieser Kriminalfall, der sich hier involviert mit in dieses Buch und in diese Naturbeschreibungen mit eingeflochten worden ist. Wie gesagt, der Kriminalfall ist jetzt aus meiner Sicht, hat halt so seine Kritikpunkte, hat so seine Schwächen, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, ich diese Naturbeschreibungen so wahnsinnig liebe. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass Delia Owens ist ja mittlerweile schon in einem Alter,
wo es eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass man noch ein Buch, vor allem einen Roman veröffentlicht. Aber ich hoffe sehr, dass von ihr nochmal ein Buch kommt mit diesen wunderbaren Naturbeschreibungen. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Und wenn ihr das Buch noch nicht kennt, es ist tatsächlich nur zu empfehlen zu lesen, nur alleine wegen dieser Naturbeschreibung, auch wegen der starken Protagonistin Kaya, welche ich sehr, sehr mochte. Auch sie hat natürlich ihre Schwächen, aber es ist ein Buch, was mir auf positive Art und Weise unter die Haut gegangen ist, einfach weil ich mich so versetzt gefühlt habe in diese Landschaft. Und ja, ich mochte es wirklich sehr. Und es war ja, glaube ich, auch 2020 erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Beziehungsweise, der Hansa Berlin Verlag hat, Hansa Blau Verlag hat ja das nochmal als Schmuckausgabe herausgebracht, das Buch, was ich sehr, sehr schön finde. Deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr erst erschienen ist, aber nee, ich glaube, das ist das Jahr schon davor. Aber ich mochte es tatsächlich sehr, sehr gerne und kann es euch natürlich nur empfehlen. Dann sind wir bei dem Highlights auch schon quasi beim Ende angelangt, jedenfalls was bei den klassischen Romanen angeht. Und das Buch, was ich euch jetzt zeigen möchte, habe ich ebenfalls in der Sub-Challenge gezogen. Und es wird keinen von euch überraschen, weil ich habe es schon sehr, sehr oft in die Kamera gehalten und kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und wenn ich mich auf ein Buch beschränken müsste, was 2020 mein Jahreshighlight wäre, dann wäre es genau dieses Buch, weil es kam genau zur richtigen Zeit und hat genau meinen Nerv getroffen. Und ich glaube, das war der Vorteil dieses Buches. Und ich bin froh, dass ich es auch in der Sub-Challenge gezogen habe und endlich danach gegriffen habe. Und zwar handelt es sich um Kafka und Feliz von Unterhörner aus dem Ebersbach und Simon Verlag. In Kafka und Feliz verarbeitet die Autorin die Brieffreundschaft zwischen Kafka und Feliz Bauer. Und es ist hier aber tatsächlich nicht ein klassischer Briefroman, sondern es werden immer nur Auszüge gezeigt bzw. verarbeitet. Ansonsten erzählt uns die Geschichte Feliz Bauer selbst und wir haben ja den Inblick der Protagonistin und sie beschreibt uns so die Beziehung zu Franz Kafka und die Liebe zu Franz Kafka und was für ein Mensch so ein Stück weit auch Franz Kafka gewesen ist. Er war nicht immer leicht und hat es Feliz Bauer auch nicht immer leicht gemacht. Ich fand es wunderbar, den Autoren tatsächlich mal von einer anderen Seite zu sehen, weil Franz Kafka gehört auch zu den Autoren, die ich sehr, sehr gerne mag und auch sehr gerne lese und mich sehr gerne mit diesen Menschen auseinandersetze und man ja den Autoren dadurch ja immer ein Stück weit auf so ein Podest setzt und dabei vergisst, dass es ja am Ende auch noch ein Mensch ist. Nur ein Mensch ist in Anführungsstrichen. Und ich finde, dass bei diesem Buch sorgt es einfach dafür, dass Franz Kafka tatsächlich zu einem Menschen wird, also wieder heruntergesetzt wird und man einfach erlebt, es ist ein ganz normaler Mensch, der einfach nur ein wahnsinniges Talent hat zu schreiben oder ein wahnsinniges Talent hatte zu schreiben, was ihm überhaupt nicht herabsetzt, aber ihn einfach ein Stück weit wieder vermenschlicht. Und auch die Schreibart von Unterhörner fand ich so wahnsinnig klasse. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin ein Stück weit Feliz Bauer, beziehungsweise ich kann mich in sie hineinversetzen und habe wirklich ein gutes Gefühl für sie entwickeln können durch ihre Schreibart und auch wie sie die Zeit integriert hat. Wie also bestimmte Erfindungen oder Veränderungen der Gesellschaft eingefangen hat. Ich fand, Unterhörner hat ein wahnsinniges Talent, dies einzufangen und zwar so wunderbar, dieses Buch zu lesen. Es kam, wie gesagt, für mich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort so gefühlt. Und ich habe es einfach nur genossen und verschlungen. Dieses Buch kann ich auch hier nur wärmstens empfehlen, es zu lesen. Vor allen Dingen, weil Ebersbach und Simon nicht ganz kleiner Verlag ist, aber es ist schon ein kleiner Verlag, der gefördert werden kann. Und dieses Buch ebenfalls. Und schaut es euch an. Vielleicht ist es was für euch. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wenn ich mich für ein Highlight entscheiden müsste, was mein Jahreshighlight ist, dann ist es Kafka und Feliz von Unterhörner. Das waren meine Highlights. Ich fand, sie tendieren alle so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber finde ich gar nicht so schlimm. Ich mag die Auswahl, ich bin damit unheimlich zufrieden.
Ich kann alle vier Bücher nochmal lesen, jetzt sofort, wenn ich jetzt nur die vier Bücher hätte. Und kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Wie ihr ja wisst, mag ich Graphic Novels sehr, sehr gerne. Und aus diesem Grund habe ich mir auch diesmal zwei Graphic Novels rausgesucht, die zu meinen Jahreshighlights 2020 zählen. Und wie ich ja bereits bei Im Westen nichts Neues gesagt habe, ist Im Westen nichts Neues auch zweimal auf meiner Liste. Und zwar in der Graphic Novel Im Westen nichts Neues, eine Graphic Novel von Peter Eickmeyer und Gabi von Bostel nach dem Roman von Erich Maria Remarque aus dem Splitter Verlag. Ich finde mittlerweile, und das hatte ich ja auch in meinem Klassikerwoche-Video gesagt, dass Graphic Novels mittlerweile eine wunderbare Alternative sind, wenn man nicht so wirklich an den Original Text eines Klassikers herankommt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde mittlerweile sind Graphic Novels eine wunderbare Alternative und so auch die Graphic Novel von Im Westen nichts Neues. Ich habe die Graphic Novel direkt im Anschluss gelesen von Im Westen nichts Neues und ich mag das sehr, sehr gerne, weil ich mich dann so ein Stück weit auf die Illustrationen konzentrieren kann und den Text so ein bisschen ja, in den Hintergrund setzen kann, weil ich ihn einfach schon kenne und gerade erst gelesen habe. Und auch hier sind die Zeichnungen wunderbar. Ich mag den Stil, ich mag den Aufbau der Graphic Novel. Wir haben hier wirklich gar kaum Verluste. Also natürlich muss sie gekürzt werden. Sie muss ja ein bisschen angepasst werden, weil natürlich nicht alles grafisch dargestellt werden kann. Aber ich finde, sie ist wunderbar. Sie kann man nur empfehlen zu lesen. Schaut sie euch an, wenn euch der Originaltext von Im Westen nichts Neues ja so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, aber ihr trotzdem interessiert seid an dem Werk, dann kann ich euch die Graphic Novel natürlich sehr, sehr empfehlen. Was ich an der Graphic Novel tatsächlich sehr, sehr mochte, neben dem Originaltext natürlich, war, dass hinten so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Buches, also beziehungsweise der Graphic Novels, ja, festgehalten worden ist, aber auch die Entstehungsgeschichte von dem Originaltext. Fand ich wirklich wunderbar und ich kann sie euch empfehlen, auch wenn sie ein Stück weit ja, teurer ist als das Originalbuch. Aber ja, ich mochte es sehr, sehr gerne. Das zweite Buch, was ich bei den grafischen Büchern noch habe, ist eigentlich keine Graphic Novel, sondern ein Kinderbilderbuch. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hä, warum macht ihr denn jetzt hier ein Kinderbilderbuch mit herein? Es ist einfach die Illustratorin. Und wenn ich die euch jetzt sage, dann wird euch das nicht mehr wundern, weil seitdem ich die Illustratorin für mich entdeckt habe, ist sie eigentlich mit einem Buch immer in den Jahreshighlights bei mir, ja, reingerutscht. Und ich bin einfach ihren Illustrationen so ein bisschen verfallen und ich muss mich da auch tatsächlich mit ihren Büchern zurückhalten und gönnen mir in der Regel nur ein, zwei Bücher im Jahr. Jedenfalls hat sie ja jetzt letztes Jahr, also 2020, drei neue Bücher, glaube ich, herausgebracht. Und ich habe mir jetzt nur eins gekauft, weil die Bücher ja natürlich für die Zeit, die man investiert und die ja, Seiten, die man bekommt, natürlich recht teuer sind. Aber ich mag einfach die Illustrationen sehr und kann da kaum widerstehen. Und zwar spreche ich diesmal von Wenn die Jahreszeiten träumen von Heidi Nji, wenn man, nein, Nji, Nji, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, und Lisa Aisato. Ich mag die Illustrationen sehr. Ich bin ihnen, wie gesagt, verfallen. In dem Buch jetzt hier wird die werden die Jahreszeiten erklärt, was ich für Kinder wirklich wunderbar finde. Ich finde die Illustrationen so bezaubernd und ich glaube auch, dass sie Kindern gefallen würde. Und ich finde es einfach eine wunderbare Art und Weise, Kindern zu ja, erklären, wie die Jahreszeiten funktionieren. Das wird hier sehr, sehr deutlich. Die Texte sind für Kinder sehr, sehr leicht zu verstehen und ja, und die Bilder zeigen den Kindern sehr deutlich, wie die Jahreszeiten so ja, sind, was sie bereithalten für einen. Und ich mag dieses Buch sehr, sehr gerne, aber ja, ihr wisst warum. Die Illustrationen haben es mir einfach angetan. Das war nun mein Jahresrückblick für das Jahr 2020 und grundsätzlich bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Lesejahr 2020. Ich hätte natürlich gerne auf die Leseflaute Anfang des Jahres
verzichtet, weil ich da einfach tatsächlich keine Motivation hatte zu lesen und ja, ich auch nicht den Kopf zum Lesen hatte, aber das hat sich ja Gott sei Dank dann irgendwann wieder gegeben und ich bin immer der Meinung, dass es schön ist, wenn man überhaupt liest, als gar nicht zu lesen. Von daher bin ich auch mit der Anzahl der Bücher, die ich geschafft habe, doch zufrieden, auch wenn es weniger ist. Aber man kann sich ja auch nicht zum Lesen zwingen und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich bin auch mit meinen Highlights sehr zufrieden. Wenn ich mir die Bücher so angucke, machen sie mich doch sehr, sehr glücklich und ich denke, ich werde sie das ein oder andere Mal dann doch nochmal lesen und bin schon sehr gespannt, ob sie mir dann genauso gefallen werden. Auch mit, ich wollte gerade sagen, dass ich mit den Flops zufrieden bin, aber ich bin mit der Anzahl, dass es dann doch nicht so viele geworden sind. Ich weiß, ich hatte schon Jahre, da waren es weniger. Diesmal ist es ein bisschen mehr, aber das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Manchmal hat man eben Jahre, wo es einfach durchmischt ist. Und den Haufen, den ihr jetzt gar nicht gesehen habt, wo einfach der Großteil der Bücher noch drin steckt, bin ich eigentlich auch sehr zufrieden, weil es waren einfach gute Bücher, die ich vielleicht nicht immer uneingeschränkt empfehlen kann, aber die ich dann doch auch empfehlen kann. Aber es sind halt eben nicht so die Jahreshighlights, was aber eigentlich auch gar nicht schlimm ist. Und bei den Graphic Novels ist es so, beziehungsweise bei den illustrierten Büchern, hätte ich doch gerne noch das ein oder andere mehr gelesen. Auf meinem Stapel liegen da eigentlich nur noch 4 Bücher. Aber sie haben ja tatsächlich doch ihren Preis und von daher ist eigentlich 4 auch eine recht gute, also 6 insgesamt, eigentlich eine recht gute Anzahl, die ich gelesen habe, wenn man das so mit dem Preis in Verbindung setzt. Zum Abschluss des Videos würde mich natürlich noch interessieren, was war denn euer Jahreshighlight 2020? Was habt ihr denn so gelesen? Was könnt ihr empfehlen? Schreibt es doch gerne mal unten in den Kommentaren. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Falls ihr euch fragt, was meine Lesevorhaben 2020 sind, die werde ich in ein separates Video packen, weil ich noch das ein oder andere vorhabe und ich dachte, da bietet sich an, einfach noch ein separates Video zu machen. Also das kommt dann auch bald demnächst, also bleibt gespannt. Und ja, ansonsten kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag wünschen, schöne Lesestunden und vielleicht habt ihr auch schon das Jahreshighlight 2021 gelesen. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dahin, tschüss!